Gerade in wirtschaftlich guten Zeiten wollen auch wir, die Azubis, ein Stück vom Kuchen abhaben. Für die Auszubildenden fordern wir neben den 6% eine überproportionale Erhöhung der Ausbildungsvergütung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, am Ende kann es auch im Interesse der Arbeitgeber liegen, unseren Forderungen nachzukommen, um attraktiv der Ausbildung in der Eisen- und Stahlindustrie wieder zu steigern. Die rückläufigen Bewerberzahlen aus den Ausbildungsplätzen sprechen hier Bände. Also, liebe Arbeitgeber, kommen Sie unseren Forderungen nach, um die Zukunft der Stahlindustrie zu sichern. Und das hier ist gewiss erst der Anfang. Wir alle stehen für mehr Geld, mehr Zeit, mehr Sicherheit. Alle für alle. Glück auf! Ich glaube, der Serhat hat gerade schon vieles kundgetan, aber wir haben noch einiges zu berichten. Ihr seid mega geil, ich find's mega geil, dass ihr alle hier seid! Leider, nur leider, sieht der Arbeitgeber das, glaube ich, nicht so. Wir haben bis heute noch nicht einmal anständig mit dem Arbeitgeberverband verhandeln können. Wir haben noch kein Angebot, der ist auch zeigt ein Stück entgegengekommen. Und das ist Kacke und deswegen sind wir heute hier. Stark, wir kämpfen gemeinsam. Und wir werden gemeinsam bis zum Schluss kämpfen und wenn wir noch 10-mal hier hinkommen müssen. Und mehr freie Zahlen! Ja, Kolleginnen und Kollegen, das ist ein tolles Bild hier oben. Richtig tolles Bild. Ich denke, wir sind so an die 1000 Kolleginnen und Kollegen. Und das war ein riesen Applaus wert. Nämlich euer Applaus. Wir sind überall und zu jeder Zeit. Und das sagen wir den Arbeitgebern auch nochmal an dieser Stelle. Und ich glaube, dass das, was wir hier gemacht haben und was wir nächste Woche auch noch machen werden, in Duisburg und in NRW an den Stahlstandorten, das ist die richtige Antwort und das richtige Signal. 6%, ein ordentlicher Schluck aus der Pulle, ein Stück vom Kuchen, der groß ist und schwer und auf dem Tisch liegt. Kolleginnen und Kollegen, und 1800 Euro als zusätzliches Urlaubsgeld, was dann wahlweise in Zeit umgewandelt wird. Kolleginnen und Kollegen, die Arbeitgeber sagen immer, Zeit ist Geld. Wir drehen das um. Für uns ist Geld Zeit. Und zwar richtig Zeit. Adım Nevze Ediz, iş yeri işçi temsilcisiyim. 25 senedir burada bu görevi üstlenmişim. İşverenlerden bu sene için toplu sözleşmelerde %6 zam talep ettik. 1800 euro izin parası talep ettik. Genç meslek eğitimi gören gençler için zam talep ettik. Burada erken emeklilikte arkadaşların devam edebilmesi için taleplerimiz oldu. 3 defa işverenlerden bir araya geldik ve 3 defasında da bizi masadan kaldırdılar. Herhangi bir teklif sunmadılar. Artık yeter diyoruz. Zamanı geldi diyoruz. Haklarımız, taleplerimiz yerindedir. Çünkü son senelerde sürekli demir çelikte işverenler büyük kazançlar elde ettiler. Bu kazançlardan biz de yararlanmak istiyoruz. Onun için bu günkü toplanmamız ve işçileri uyarı görevine çağırmamızın sebebi de bu. 18'inde, ikinci ayın 18'inde tekrar bir araya geleceğiz. Umarım bugün onlara güçlü bir şekilde sesimizi duyururuz ve ikinci ayın 18'inde bir sonuç elde ederiz. Evet, ben Muhammed Er, işçi temsilcisi olarak tam hak yerinde çalışmaktayım ve bugün taleplerimizi iletmek için buradayız. Ben Kemal Kanı Kurmaz, Almanya Balıkesirliler Derneği Başkanı olduğum gibi aynı zamanda da HKM'de işçi olarak çalışmaktayım. Bazı beklentilerimiz var, o beklentileri işveren tarafından bekliyoruz.
ve buna karşılık da bir gösteri grevi için buradayız. Benim ismim Hasan Kara, Aksaraylıyım. Yıllardan beri AKM'de çalışıyoruz. Şu an işverenden %6 fazla gelir bekliyoruz. Şu an Duisburg'da Hüttenberg Mansman Fabrikası 3. kapsamındayız. Arkadaşlar greve ayrıldılar. %6 maaş zammı istiyorlar. Artı 1800 euro izin parası. Ve işverenlerin bize sunmadıkları tekliften dolayı bir gün hepimiz greve ayrıldık ve çalışmıyoruz. Grevin nedeni işverenler taleplerimizi yerine getirmiyor. İsteğimiz %6 maaşa zam, 1800 euro izin parası ve aynı zamanda bu izin parasını tatil günlerine ayırabilmek. Artı ayrıca sayı sahibimiz yani erken emekliliğin devam edilmesi. İşverenlerin bize vermedikleri talepten dolayı bunu devam edelim.